Ja, meine geilen FIFA-Schnitten, da sind wir wieder mit FIFA Ultimate Team. Was denn sonst hier? 19.30 Uhr ist doch immer Samstag, Sonntags und Mittwochs natürlich am Start hier. Und heute Abend haben wir noch einen Livestream gemacht, wo wir noch einen Pinkslip Reus und Pinkslip Cellini gemacht haben. Und wer nicht eingeschaltet hat, der sieht es dann in den nächsten Folgen. Dann auch hier bei PietSmiet im YouTube. Wer es verpasst hat, kann ja nicht jeder immer Zeit haben, aber ich möchte nicht, dass ihr so coole Events verpasst, also wird das auch noch kommen. Und ja, wir haben uns mal die ganze Sache hier zu Herzen genommen, was ihr in den Kommentaren gepostet habt. Vielen, vielen Dank nochmal dafür, ihr habt wirklich, wirklich, wirklich fleißig gepostet, habe auch ziemlich gute Sachen gefunden, ein paar Sachen, wo ich gedacht habe, Junge, weißt du überhaupt, wie viel Bale kostet? Steht da. Ja, stell mal Bale in den Sturm. Ja, ja, dann ist alles Paletti. Ich so, ja, ja, danke. Wenn ich Messi und Ronaldo in den Sturm stelle, dann habe ich auch gewonnen. Ja, nee, können wir uns aber nicht leisten. Manche Leute haben auch, oder die meisten haben vernünftige Kommentare geschrieben. Also mit dem Liken hat leider nicht so ganz funktioniert, weil doch sehr, sehr viele einfach ihre Meinung geschrieben haben. Aber dann habe ich einfach geguckt, welche sich wie oft wiederholen. Und dann stand doch meistens irgendwie sowas wie, hey, spiel doch mal mit Dante und Hummels in der Abwehr. Und das werde ich auch in den nächsten Tagen in meiner Bundesliga-Mannschaft dann ausprobieren. Oder aber auch Dani Alves, ein ganz heißer Kandidat von euch. Und den werden wir heute in der Folge mal testen. Das heißt, wir spielen heute mit unserem Bully BBVA Hybrid-Team und setzen da mal den Dani Alves rein. Den habe ich gerade gekauft. Habe erst gedacht, oh, sollst du lange suchen und gucken und bieten und oh, bekommst du bestimmt noch günstig. So für 50.000 machst du einen Schnapper. Nee, bieten natürlich alle wie doof drauf. Und das Lustigste war, guck ich ihn Sofortkauf, bumm, Sofortkauf, erstmal 55.000, alle bieten 56.000. Ist das denn die Möglichkeit? Leute, ja, also Sofortkauf klappt meistens irgendwie besser. Schon sehr lustig. Der Dani Alves, ah, 86 Fitness sollte für ihn noch reichen. Der hat doch sowieso Ausdauer ohne Ende, ey. Das Tier, das läuft ja wie Sau. Und ich bin wirklich gespannt, wie er mit Di Maria dann auf dem Flügel dafür Chaos sorgen wird. Die sind ja beide sehr fix unterwegs. Und natürlich habe ich mir auch zuhauf die Kommentare angeschaut über Neymar. Neymar ist wirklich gut. Neymar kann ich und ihr mir auch empfehlen. Und ich glaube, den werde ich mir dann jetzt mal zusammensparen. Ich muss ein bisschen verkaufen. Bin ein bisschen am Shoppen im Moment. Also ein bisschen meine ganzen Verträge und die Fitnessdinger und alte Spieler und alles mal raushauen, damit ich hier ein bisschen Money, Money, Money bekomme und mir dann den Neymar dann in den nächsten Folgen dann auch leisten kann. Ja, aber erstmal Dani Alves hier für den Anfang ist ja schon mal ganz gute Wertsteigerung hier in unserem Team. Und wie gesagt, Dani Alves macht den Anfang und Neymar wird dann auch folgen bald. Erstmal ein bisschen verkaufen. Aber ich habe ja irgendwie 5 Milliarden Karten. Also ich fange jetzt erstmal, was ich auch sehr gut fand, danke nochmal für den Tipp, Fitnesskarten einfach verkaufen. Leute, ich habe gar nicht gewusst, dass ich so viele Fitnesskarten habe. Ich habe über 55 Fitnesskarten und die verramsche ich jetzt alle erstmal schön für mindestens 1000. Und dann haben wir doch schon mal 50.000. Dann ist Neymar schon sehr, sehr nah. Und dann kommen da noch ein paar Verträge und noch ein paar andere Spieler hinzu. Und wir spielen gegen einen, ja, Barca oder Real Madrid Fan, auf jeden Fall ein Liga BBVA Fan, No Name FC, der erstmal mit einer gemischten Mannschaft irgendwie spielt, okay, nennt sich aber, naja, egal, aber auf jeden Fall wird ihn freuen, dass er gegen Real und Barca Spieler spielt, denn er scheint die ja wohl zu mögen, sonst hätte er die Trikots und das Wappen wohl nicht. Und dann schauen wir mal, wie wir uns hier in Liga 3 gegen das kommende Team schlagen. Was nicht unbedingt das teuerste ist, aber darauf kommt es ja nicht an. Denn ich bin so noobig und lass mich auch mit so einem guten Team fertig machen. Und ja. Vielleicht ist sogar der Titel noch drin, ja. Manni, was ist denn? Titel? Nee, vielleicht ja doch. Wer weiß, wir werden es auf jeden Fall probieren. Und mein Gegner möchte hier sich gerne diese super geilen Kameraszenen noch anschauen. Und ja, also die ganzen Community Battles und sowas werde ich erstmal noch auf der PlayZ 3 machen, weil da einfach die meisten Leute dann verfügbar sind. Und ja, PlayZ 4, wie ich selber weiß, kann man leider nicht mehr überall kaufen, ne? Also sonst werden wir wahrscheinlich mit der Zeit dann auf PlayZ 4 umrüsten und auch die Livestreams in PlayZ 4 machen. Aber für den Anfang erstmal noch PlayZ 3. Und ja,
macht dem Ganzen ja gar keinen Unterschied, außer dass die Grafik halt minimal schlechter ist. Naja, aber hier mit Remy, Matuidi, ein paar guten Spielern dabei, auf jeden Fall hier am Start. Und geht auch direkt heavy drauf los. Will direkt den Ball haben, der Arsch. Kannst aber voll vergessen, Junge. Ich will hier ein Tor. Aber nicht mit so schlechten Pässen. Uhuhu. Naja, vielleicht doch. Lewandowski. Gute Flanke. Oh! Das kann er viel besser. Viel besser als in dieser Situation. Oh, Iniesta, schade. Hat er eigentlich schön gemacht. Gutes, schnelles Passspiel. Gut mitgespielt. Oh, oh, Alaba. Entscheidenden Moment dazwischen. Ah, der war im Abseits, oder? Ah, Damage. Damage. Schade. Aber hier die Maria. Ja, kann leider nicht den Kopfball gewinnen. Oh, wei. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Nicht mit meinem Boateng, der erstmal den Ball zum Gegner spielt. What? Haha. Ein paar Mal zu oft Kreis gedrückt, sagst du. Naja, passiert, ne? Passiert. Mal hier den Bildschirm aus. Ich glaube, der leuchtet mich hier so von der Seite mal an. Ist immer ein bisschen doof. Und wirklich immer so blass. Das ist auch Winter, Leute, ey. Ich bin so froh, dass ich im Sommer schön an die Sonne fahre. Schön erstmal in die Türkei, Leute. Richtig schön an den Strand flatzen und genießen. Und... Oh Mann, warum gibt der mir nicht den früher, den Isco? Mann! Oh wei, Kackjes. Oh, wäre das schön gewesen. Der lief doch so Premium. Oh Mann, Evra, ey, du geile Scheiß... Ich sag mal nicht so viel Schimpfwörter. Wobei, das ist ja auch ein bisschen serious bleiben. Oh, oh, oh. Mann, da haben wir leider den Pass nicht vernünftig durchbekommen. Da war zwar irgendwie eine Lücke, aber... Jetzt haben wir ihm hier auch noch eine Lücke mit Ayu gegeben. Der mal pacig auf der Außen rumläuft. Wow, die Flanke war gar nicht so verkehrt. Kam doch noch ganz gut. Kam doch noch ganz gut. Oh, 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 oh. Oh, Mann, Lewandowski. Fuck. Habe ich irgendwie erwartet, dass er sich da ein bisschen durchsetzt und sich nicht so easy den Ball abnehmen lässt. Schade. Ja, genau. Annehmen. What? Komm schon, wie oft ich Kreis gedrückt habe. Ah, was ist das denn? Da klärt er den nicht. Ah, wei, nein. Was eine Scheiße. Okay, darüber rege ich mich jetzt wirklich auf, weil ich habe wirklich Kreis gedrückt, als er den Ball hatte, weil ich gedacht habe, boah, bolz den bloß weg, Junge. Der nimmt den bestimmt wieder so behindert an, dass der den reinmacht. Schitte. Schitte. Mann. Sergio Ramos. Ey Leute, was macht ihr denn hier hinten in der Abwehr? Irgendwie ein bisschen unruhig hier das Ganze. Haha. Erstmal anspielen und weiterlaufen. Naja. Naja, also ihr seht, irgendwie läuft das hier gerade auf der rechten Seite noch nicht so ganz so mega Premium, wie ich mir das vorstelle. Schon im Mittelfeld sind sie wieder im Ballbesitz. Angel Di Maria allein im freien Raum. Mario Götze, schade, der Ball war leider viel zu weit. Oh Mann, Mann. So, Sergio Ramos macht es aber hier. Und jetzt schön auf Mario Götze, schade, er kann sich den Ball leider nicht wegsneaken. Oh, Daniel, da hättest du mal zeigen können. What? Erstmal den Ball wegschießen. Ist das ein Arsch? Ist das ein Arsch? Erstmal ausschießen. Oh, ist das ein geiler Typ, ey. Trollt erstmal den Gegner, weil er so mega abgefuckt ist, oder was? Das finde ich cool. Macht ihn sympathisch. So, jetzt spielen wir nochmal hier über die rechte Seite. Über Di Maria und Dani Alves. Der hier, oh, schade, leider nicht die Premium-Flanke reinbringt auf den Lewandowski. Aber... Oh Mann, Mandanda hat leider gut gehalten, hat leider aufgepasst. Ein super Timing, er geht dazwischen und nimmt dem Gegner den Wind aus den Segeln.
Oh Mann, ja, komm, mach erstmal safe, ey, Arschloch. Gib mir doch den Ball, ich will hier direkt fies kantern. So wie sich das gehört. Isco! Isco, du geile Nougatschnitte! Da rollst du einfach durch eiskalt und netzt ihn ein. Da hat der Torwart nicht mal den Hauch einer Chance und die gegnerischen Fans, die sitzen da und ziehen erstmal eine dicke Fluppe. Herrlich, schön angenommen diesen schönen Ball. Ah, oh, schön, schön, schön. Ah, Isco, ey, du bist Premium. Oh, jetzt geht's ja mal los, jetzt zaubern sie hier. Ah, schade, die Maria lief eigentlich schon schön mit. Oh. Biabiani will hier, aber darf nicht. Mein Marco Reus und mein Alaba klären das Ganze hier. Ah, Mist, da steht. Liegt sein verletzter Spieler. Ja, natürlich schießt du den lange auf den Remis. Also mittlerweile, Leute, funktioniert das bei mir auch nicht mehr. Ich habe das leider zu oft gehabt, dass ich hier so mega abgefrühstückt wurde. Ah, die Maria jetzt auf der rechten Seite hier oder linken Seite. Fehlt natürlich jetzt hier auf der anderen Seite. Oh, Alaba, ziehen wir schon mal raus. Haben wir gesehen, dass er hier auf seinen Biabiani will. Und Dani Alves ist leider zu klein, um sich da irgendwie durchzusetzen. Ja, das ist natürlich so ein bisschen so der Nachteil von dem kleinen Dani Alves. Der ist zwar fix und geil und nougatschnittig und alles, aber halt klein. Klein, klein und nicht so kopfballstark. Wobei, ich habe auch schon gehört, man kann auch mit kleinen Spielern ziemlich geile Kopfbälle machen. So, jetzt komm, ey, setz dich mal durch. Oh. Was war das denn? Deine zwei Spieler nudeln sich erstmal im Tor zusammen. Jawohl, Lewandowski. Schöner Ball hier. Oh, dann wird er weggedrängt und weggeschubst sogar. Was ist das denn? Das ist ja mal mega frech hier. Oh, Reus. Menes. Du Kackwurst. Du bist doch gegen, bei mir immer gut gewesen. Du darfst jetzt nicht für meinen Gegner gut sein. Das ist hier nicht. Schade, hätte ich mal den Ball ein bisschen weiter gekriegt. Aber 1:1 hier in der Halbzeit. Meine Güte, ey, was ist das hier für ein Spiel, ey? Totales Chaos und doch keine Halbzeit. Ich wollte gerade sagen, ey, Junge, ey, was ist das denn jetzt? Das hat er dafür auch noch abgepfiffen. Und dann wartet er nicht mal mehr ab, dass ich hier irgendwie den Ball nicht annehme. Nein, er weiß schon, dass irgendwie, keine Ahnung, scheiße wird. Ja, ich bin mal gespannt, wie Dani Alves hier am Ende von dem Spiel abschneiden wird in der Bewertung. Bisher ja noch nicht so auffällig. Mein Juan Fan war ja irgendwie Juan Fran? Juan Fan? Egal. Keine Ahnung. Mir egal. War ja bisher eigentlich immer in allen Spielen mega Premium. Aber ich habe einfach mal auf euch gehört, weil war ja Community-Abstimmung und hey, wer kann mehr Rechte haben? Ich einzelner Bobby-Spieler oder 20 geile YouTube-Gucker, Zuschauer hier von uns und ja, probieren wir das Ganze mal aus. Und so teuer war er jetzt ja gar nicht. So, Valbuena kommt rein für Montuino. Montuino. Mein Gott, ey. Und Alessandri für Ayu. Okay. Also hier schon gut gewechselt, mein Gegner. Oh, Dani Alves. Oh, Mann. Junge, das musst du doch dann machen. Ja, Menes ist eine geile Nougatschnitte, ey. Leute, das habe ich schon immer gesagt. Aber leider dieses Jahr nicht bei mir dabei, weil ich noch kein Franzosenteam habe. Und das auch. Boah, was? Und auch erstmal noch nicht plane. Alaba? Warum kriege ich denn noch nicht mal mehr den Alaba hier? Was soll das denn? Mann. Dreck. Hätten wir vielleicht noch klären können. Ah, da entwickelt sich möglicherweise was. Oh je, oh je. Oh, war das knapp. Komm. Lauf, Lewandowski. Spielen wir einfach mal total noobig hier nach vorne. Ah,
schade, dann kriegt er ihn leider nur mit dem Kopf und nicht genug Zunder dahinter. Ah, schade, das war ja easy für Madadada. Ihr wisst schon, wen ich meine. Oh, da habe ich gedacht erst, abseits, dann zieht der Verteidiger da noch nach, aber es war trotzdem noch abseits, schade. Müssen wir uns wirklich mal anstrengen hier, damit wir hier das Ganze auch nach Hause tragen. So, Dani Alves. Erstmal mit dem Ball verschlenzen, weil der so mega geilen Antritt hat. Und erstmal den Ball sich mega weit... Hey, ich hab voll hart gedrückt, ja. Holen Sie sich den Ball zurück. Erstmal oben auf den Reus, der gut läuft. Der auf den Götze. Aber der stand, glaube ich, auch im Abseits. Mann. Schön eigentlich gelaufen von allen. Aber leider ein bisschen zu blauäugig ins Abseits. Leute, das müsst ihr doch sehen. Genau so sehen wir das. Stellungsspiel, so kann er den Ball mit Leichtigkeit abfangen. Oh boy, nein. Da kam leider der Ball nicht vernünftig durch. Oh, was war das denn, Dani Alves? Leider nicht der Premium-Pass. Und Achtung, genau hingeschaut. Oh, Götze lief ganz gut da durch. Erstmal wegchecken, sagst du. Die Maria erstmal. Oh, Robert Lewandowski. Oh, wie stark war das denn? Oh. Aber leider nicht stark genug. An der Stelle, was macht denn der Alaba jetzt hier auf der Seite? Götze. Oh, da hat Mario Götze ein bisschen lang gebraucht, um da einen Ball richtig auf den Weg zu bringen. Oh nein, oh, was stehen die denn immer im Abseits wie die letzten Kackmucheln. Mann, die stehen immer so schön. Und dann spielst du gerade los und dann rennen sie schon wie die Bekloppten ins Abseits. Und dann war es das leider. Schade. Ich bin einfach immer zu spät mit meinen Bällen. Ich muss einfach davon ausgehen, dass meine Spieler Premium laufen. Vielleicht sollten wir das einfach mal voraussetzen. So, jetzt wird gleich gewechselt bei den Aushörern. Nicht gut. Di Maria. Oh. Mann! Boah, stand der frei. Meine Güte, was ist denn mit seiner Abwehr los, ey? Die stehen ja alle immer mega krass frei, meine Spieler. Oh. Die verstehen sich blind. Hier haben wir die Ballbesitzstatistik. Kann er diese Flanke verarbeiten? Und schon wieder Dani Alves, der leider ein bisschen klein ist. Leute, Dani Alves glänzt hier gerade in diesem Spiel nicht, weil viele Flanken von der linken Seite aus kommen. Oh. Das ist ein bisschen klein. Mein Isco. Lewandowski. Macht das Spiel seines Lebens, aber leider zu klein. Oh, Di Maria. Hier dick am Start. Na! Ich wollte gerade meine Faust heben. Ah, Leute. Nicht euer Ernst. Oh Mann, und da geht der da wirklich noch dran. Fuck, ey. Leute, wie konnte der den denn nicht machen? Und ich hab den... Warum habe ich den angeschnibbelt, ey? Leute, warum habe ich den angeschnibbelt bloß? Ich wollte sowas doch nicht mehr machen. Das hat mir bisher immer echt Pech gebracht. Einfach mal mit Marco Reus drauf. Den Abpraller hätten wir ja auch noch fast erwischt, ey. Mann. Mischt. Auch köpft ihr noch nicht zu den Gegnern, die da alle stehen. Oh Mann, Dani Alves. Kopfen ist nicht so deine Sache, ne? Nicht so deine Welt. Oh, schade. Wäre ich gerne mit Di Maria durchgesneakt. Der ja wirklich fix ist. Und da eigentlich ganz gut gelaufen ist. Und Mario Götze hier. Oh, Lewandowski durch! Ah, Mann, scheiße, da wurde ich leider genau in der Situation gestört und angefummelt, als ich es nicht gebrauchen konnte. So, Dani Alves. Oh. Boom,
Boom, Iniesta, richtig schön aufgelegt und bam, einfach rein in den Winkel, Junge. Junge, in der 84. Meine Güte, was ein schöner Schuss. Ah, schön, 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 schön. Richtig schöner Schuss. Ja, sowas will ich doch sehen, ey. Nicht hier immer Pfosten, Latte und die ganze Kacke hier. Nein, wir wollen Tore sehen. Richtig Baller-Baller-Tore. Und das war wirklich ein Baller-Baller-Tor. Oh, oh. Nein. Ich habe sogar gedrückt, dass der Casillas rauskommen soll. Aber nein, es ist nichts passiert. Und es ist einfach die rechte Seite da bei ihm. Die flanken kann, wie er will. Und einfach der Dani Alves kopfballmäßig einfach überhaupt gar nicht unterwegs ist. Der setzt sich ja mal null durch. Und jetzt mache ich ja auch noch so Scheißpässe und dann kann der auch noch ausgleichen. Ich könnte weinen. Ich könnte weinen. Oh boy. Jetzt könnte ich noch viel mehr weinen, weil ich so scheiße eingeworfen habe. Aber immerhin verzeiht mir das mein Spiel. Ach komm, jetzt wirf auch. Danke. Mario Götze. Oh, da wollten wir gerade durchspielen. Oh, dann wird er gestört. Arschlecken. Oh Mann. Mann, 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 Mann. Oh, jetzt werde ich unruhig. Jetzt werde ich unruhig, Leute. Jetzt werde ich wirklich unruhig. Wenn ich unruhig werde, dann kriege ich meist die dicksten Dinger rein. Lewandowski. Ach, jetzt kommst du wieder aus dem Abseits rausgesneakt. Ja, toll. Jetzt, wo ich dich gerade anspielen will. Oh, aber mit vollem Körpereinsatz hier. Und Junge, wenn du so weitermachst, dann wird das aber leider hier ein Unentschieden. Ja, außer er macht jetzt hier auf der Seite noch vernünftig was. Aber mein Dani Alves kann sich hier mal hoffentlich durchsetzen. Nein, kann er schon wieder nicht. Ey, ich könnte so kotzen. Der Keeper bedankt sich bei seinen Verteidigern. Oh Mann, wieso habe ich mir denn in der letzten Minute da noch so ein Ding eingefangen, ey, wie unnötig, Mann, ey, ich könnte dich, Mann, für sowas gehört man geohrfeigt, ey. Also Dani Alves hier noch nicht so mein Premium überzeugter Kandidat, natürlich ist er bestimmt nach vorne hin richtig super, aber nach vorne hin habe ich auch nicht viel von ihm gesehen. Ah, das war auch ein sehr, sehr unnötiges Tor. Eigentlich schon safe und Sergio Ramos hätte einfach nur den Ball wegspielen müssen. Aber so ganz sollte es nicht sein. Naja, haben wir halt wieder einen Unentschieden rausgeholt. Ah, ein schöner Schuss, hat er schön abgeschlossen. Keine Chance für den Torwart. Und ich will mir nochmal das letzte Tor angucken, ey. Das letzte Kopfballtor, was mein Gegner hier gemacht hat. So, es müsste eigentlich da nochmal eine Chance kommen, die daneben ging. Ja, und dann kommt nochmal mein Tor. Naja, irgendwann, wenn er dann mal fertig ist, wie mit draufbolzen. Männer ist auf jeden Fall ein richtig Premium-Spiel hingelegt bei ihm. So, Di Maria, ey, mit dem Schuss. Ah, gegen den Pfosten. Aluminium for the win, ey. Wenn wir nicht mindestens einmal in der Folge Aluminium drin haben, ey. Dann weiß ich es aber auch nicht. Dann weiß ich es aber auch nicht. Also irgendwie ist so mein Lieblingskandidat. Aber Iniesta rettet mir hier zumindest noch den Ausgleich. Der trifft wenigstens mal vernünftig. Und ist auch richtig starker. Ja, mein Ramos. Ach, mein Dani Alves war, glaube ich, noch nicht mal in der Nähe. Mein Boateng hat, glaube ich, da geköpft. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sehr, sehr peinlich. Vielleicht wechsle ich da auch mal den Dante ein. Oder den Hummels habt ihr mir empfohlen. Wahrscheinlich dann eher den Dante, damit der mit dem Alaba gute Chemie hat. Und da habt ihr geschrieben, sehr, sehr stark, sehr kopfballstark. Und vielleicht brauche ich genau das in meinem Team, damit ich das hier mal vernünftig bekomme. Ja, wieder ein Punkt mehr. Und Leute, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns die Tage und ja, ich freue mich auf die nächsten Folgen mit meinen neuen Spielern und hoffentlich bald auch Neymar. Woo! Bis dann, tschüss!